Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mafia The Film Tiff Edition. Der Übergang war nicht so schön, aber ich kann keine 50 Minuten Folge machen. Mal gucken. Mit der klassischen Paarphysik probieren wir mal aus, was passiert. Okay, wir hängen also hinten dran. Direkt gedreht. Ach du Scheiße. Ja, also das Rennen zählt zu den fiesesten, gemeinsten und ekligsten Videospielmissionen überhaupt. Das Originalrennen natürlich. Weil die Paarphysik so scheiße ist, weil die Gegner so schwer sind. Also es gibt einige Gründe. Man sieht auf der Minimap auch nicht, wo die anderen sind. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Jesus! So. Der Limiter ist vielleicht auch ein bisschen zu brutal an der Stelle. Aber wir haben ja 3 Runden Zeit, um das zu erledigen. Mal gucken, ob wir hier rumkommen oder ob wir die ganze Nummer nochmal starten. Achso, warum das auch so eine super beliebte Videospielmission ist, ist, weil die Strecken, weil die Runden wohl relativ lange dauern. Und ist auch recht unbeliebt an der Stelle. Aber gut, das ist so. Hüpf! Oh, also abkürzen ist an der Stelle wohl nicht die beste Idee. Ja, das war unser 12. Platz und hat uns zurückgeworfen auf den 15. Platz. Hoffen wir mal, dass da ein bisschen Rubberbanding auf unserer Seite ist. Mal sehen. Ja. Hab überhaupt keinen Überblick, wo und wann die Gegner sind. Also eine Runde dauert knapp 2 Minuten, dann dauert das Rennen also über den Daumen gepeilt. 6 Minütchen ungefähr. Dann kriegen wir also vielleicht einen Versuch, der nicht ist, und dann den finalen Versuch irgendwie zusammengeschnitten oder so. Muss man mal gucken. Weil jetzt, wenn ich das hier irgendwie 10-mal machen muss, euch hier eine Stunde dieses Autorennen anzuführen, ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Das wollt ihr auch nicht sehen, wie ich hier verzweifle. Die Fahrphysik. Unglaublich. Unglaublich. Okay. Ja. Ich sehe da vorne Gegner. Vielleicht ist Rubberbanding doch real. Und ich habe irgendwo noch eine Chance. Aber nein, komm. Das wird doch nicht mehr. Das wird doch nicht mehr. Jetzt schon. Ja. Also ich glaube, das kann ich neu starten. Ich schätzen. Also irgendwie scheint noch ein Hintern mit sein, aber ich glaube, ich kann das Rennen auch nochmal neu starten. Das mache ich jetzt auch. Das hat, glaube ich, mehr Sinn, als jetzt noch eine weitere Runde zu fahren. Load Last Checkpoint. Mal gucken. Also es gibt 2 Dinge, die gemein sind. Einmal diese kleine Schikane, da müssen wir vorher abbremsen, um da vernünftig rumzukommen, denn da lang zu springen, so wie ich es bisher gemacht habe, ist keine Option. Und dann so, ja. So. Ich
Einfach mal gucken. Da muss man, glaube ich, etwas vorsichtiger fahren. Ich hätte gerne ganz Mafia-typisch eine Pistole und würde die am liebsten einfach alle rausballern. So. So. Ja. Ja, you're kidding me, genau. Das ist. Ah, das ist der Arm, der raus ist, der hier in der Kurve rausgeflogen ist. Alles klar. Egal, jetzt sind wir schon mal im vorderen Mittelfeld und die ersten drei werden dann auf der Karte auch tatsächlich angezeigt. Und das hier ist die andere fiese Kurve, von der ich sprach, wo man scheinbar ganz langsam rum muss. Und das ist ja auch direkt vor der fiesen Schikane. So. Dann wissen wir jetzt, wie das an der Stelle zu laufen hat. Hier sollte man ja eigentlich easy rumkommen, wenn man ein bisschen vorbremst. Genau. Und dann müssen wir jetzt nur noch jede Runde ähnlich gut sein. Also im Verhältnis so, so im Allgemeinen. Weil siebter ist ja kein Zustand. So. Oh nein. So. Jetzt mal gucken, ob wir an die vorderen sieben noch irgendwie rankommen. Oder man das Rennen halt wirklich in der ersten Runde für sich entscheiden muss. Hoffentlich ist es someone else's time to shine, wie ich meine. Das wäre schön. Das kaputte Auto stand jetzt links am Straßenrand. Jetzt kommt die fiese Kurve. So, und jetzt kommt die komische Schikane, um die wir noch herum müssen. Sollten wir dann möglichst weit außen reinfahren. Ein Auto fliegt hier durch die Luft. So. So, schönes Ding, schön angedriftetes Ding. Traumhaft um die Kurve umgekommen. Genauso muss das. Ja, also ich brauche noch mindestens 5 Runden, um, wenn ich so weitermache, Erster zu werden. So. Da muss ich mir mal nochmal einfallen lassen, wie man das machen kann. Okay. Alter, die waren so viel schneller als ich. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, da anzubremsen. Ja. Das war es dann wohl. Schade. Na dann. Glaube ich, kann ich das Rennen auch neu starten. Es war schön. Bis gleich. Uiuiui, das ist doch fürchterlich frustrierend. So, und wir machen das gerade mal 10 Minuten. Also es könnte noch spannend werden. Ich glaube, ab jetzt werde ich mal sehen, ob ich da vielleicht einen Cut mache und es den ganzen Kram so in doppelter, dreifacher Geschwindigkeit ablaufen lasse, bis ich es dann geschafft habe. Also ist vielleicht eine bessere Idee. Mal die gleiche Geschichte, man kann es leider nicht überspringen. Ja, der Lenz hat die erste Runde schaffe, Vierter zu sein, deswegen. Okay. Und gleich nochmal neu starten. Oh ja, da vielleicht mache ich da so lustige Musik im Hintergrund. Das wäre doch was. Thank you.
Oh. Nochmal. So, noch ein Ladezeit. Ist das nicht schön? Oh, Enter. Okay. Oh, jetzt fällt ernsthaft. Und so, einfach erstmal von hinten reingerannt, Tisse von hinten reingerannt. Also das ist ja wohl, das ist der schlechteste Start, den ich im. Den haben wir abgedrängt. Ey, ihr könnt euch kaum vorstellen, wie angespannt ich bin. Wenn ich jetzt rausfliege, ich glaube, ich tick aus. So. Dritter. Muss ich eigentlich auf dem Podium sein oder muss ich Erster werden? Alter. Seriously. Ernsthaft, ich klopp hier gleich meine Faust durch den Bildschirm. Ich klopp hier gleich meine Faust durch den Bildschirm. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht sein. An der Stelle, das ist doch nicht möglich. Was war denn da los? Ich habe keine Ahnung, was da los war.
Du! Was? Bruder, was? Intensiver als die Bremsen. Alles klar, Achter. Das ist doch. Das ist ein besserer Start gewesen. So. Wenn das alles jetzt in der Kurve auch noch halbwegs vernünftig läuft, dann würde ich dem Rennen jetzt erstmal sagen. Und hier haben wir eine Chance durchzukommen. Alles klar, Vierter ist gut. So. Das ist nicht schlecht. Ich weiß ganz genau, ich habe diese Strecke, also ich habe diese Mission früher auf jeden Fall einmal geschafft. Im Original Mafia 1 natürlich. Aber das ist halt auch schon 20 Jahre oder so, oder 10. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich nur aufs Podium bin oder ob ich halt die Goldmedaille hole. Das ist ja also in der dritten Runde bei der Chicano, es geht ein Feuerlöschtruck. Den müssen wir aufpassen. Ja, da bin ich ein bisschen zu viel gewürzt und das sollte auch so gerade wirklich jetzt den Fußtief einen überholen. Ja, ja. Das war ein ordentlicher Trick. Ja, ich bin echt unglücklich, weil ich möchte dieses Rennen schaffen. Das ist echt ärgerlich. Also es ist wirklich, es ist auch bekannt als einen der nervigsten Spiele. Es wäre schön, wenn diese bekannten Sachen sich vielleicht auch einfach mal würden und mich irgendwie als gesundes herausstellen würden. Ich glaube, ich habe mich damals auch so richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob damals die gleiche Zeit ist. Ich weiß nicht, ob ich einfach mal. So. Wir sind mit einer Platzierung und halbe Durchgang. Vielleicht reicht ja das weiter, wenn man am Ende als Zweiter ins Ziel kommt. Hier wäre auch was schön. Ich möchte es doch nur schaffen. Dabei spiele ich das ja noch gar nicht so lange, also muss man ja auch mal sagen. Das Spiel ist ja auch noch nicht reingeschossen. Wie viel? Ist noch 43, halbe Stunde, wenn wir das mal sehen. Orange wird nicht ein. Das war Bronze, wo das schon ist. So. Die erste Kurve. Da sind sie auch. Und das Eis macht immer ohne uns zu drehen. Das sind gute Sachen. So, hier sind wir auch.
hinter der Schikane von der Boiler. Das darf man nicht vergessen. Hoffen wir einfach mal, dass das was wird. Hier muss ich jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, weil dahinter ist der Feuerlöscher. Wenn ich gegen den fahre, dann ist wieder vorbei. Das hatten wir schon einmal. Das wollen wir nicht nochmal. So, okay. Das ist doch hier Mafia. An sich schießt doch mal jemand in den Reifen einfach durch, also auf dem abgelegenen Teil der Strecke. Oh, ich habe gerade ganz lustige Flashbacks. Es gab irgendeine Mission, wo man hinten in einem Wagen drin sitzt. Ja. Oh. Okay, also offenbar kommt man als Erster ins Ziel, weil der Erste, wenn man als Zweiter da ist, in der Kurve sich aufraucht. Also es könnte jetzt was werden. Ich habe die Mission geschafft. Ich glaub's nicht. Boah, ist das anstrengend. Schönes Ding. Da ist er. Da freut er sich mit seiner Fliegerbrille. So Fliegerbrille. Und seiner geilen Lederkappe auf dem Kopf. Traumhaft, wie er sich da freut. Das ist doch so, wie es sein soll. Schönes hey, Ding. Hey, Tommy! There's our winner! Hey, Tom. Just want to thank you for stepping in like you did. I had 6 months rent riding on that race. I'd be homeless now if not for you. I just did what the Don asked, Lucas. Well, you gotta let me find a way to repay you. Stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure. Thanks. I knew you wouldn't let us down, Tom. You made us all a lot of money today. Amarillo's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Hey, what about the European? He's probably wearing cement boots by now, the poor bastard. Here. You earned every dollar of this. Take your girl out somewhere nice. Thanks, boss. You got a girl, sure right? Thing. I don't want you blowing all that on booze and whores. Nah, but maybe I'll buy my mom a new coat. Good boy. Go get yourself a drink. Schöne Sache. Congratulations, big hero. Nah, just got lucky's off. Well, I had my money on the other guys, so drinks are on you. Schönes Ding. Gefällt mir sehr gut. There. Now you're ready for the pictures. Thanks. Hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. Yeah, okay. I'll get him home safe. Ach, Pauli ist ein Ehrenmann. So. Ich würde jetzt eventuell, keine Ahnung, Pauli nach Hause bringen. Nee, komm, ist lang genug. Dann beende ich hiermit die Aufnahme. Ich wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Auf Wiedersehen.